2019 ist das Bauhaus-Jubiläumsjahr. Vor gut 100 Jahren gründete sich diese berühmte Designschule in Weimar. Und sie gilt bis heute als eine der wichtigsten Ideenschmieden der Moderne. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu einem Unter den Linden vor Ort hier aus Tel Aviv. Gleichzeitig mit dem Gründungsjahr des Bauhauses gründete sich die Weimarer Republik. Und deshalb kann man das Bauhaus auch schlecht ohne diesen Aufbruch in die junge Demokratie betrachten. Es sind Wechselwirkungen zwischen diesem Aufbruch in die Demokratie und dem Aufbruch in die Moderne. Das Bauhaus war ein wichtiger Teil des Geistes von Weimar und damit wurde es zum Feindbild der Nationalsozialisten, die 1933 die Schule schlossen. Viele der Freigeister verließen Deutschland damals in Richtung Südamerika, in die USA oder eben auch hier nach Tel Aviv. International verschmolz der Stil und die Ideen der Bauhäuser zum sogenannten internationalen Stil. Und den kann man hier in Tel Aviv besonders gut sehen. Und ich begrüße hier jetzt sehr herzlich Sharon Golan-Yaron, die Architektin und Programmdirektorin des Max-Liebling-Hauses und des White City Centers. Herzlich willkommen. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Moshe Zimmermann, Historiker von der Hebrew University in Jerusalem. Herzlich willkommen an Sie beide. Wir hätten heute natürlich sehr gerne auf dem Max-Liebling-Haus, auf der Terrasse, schon unsere Gesprächssendung gehabt. Das Haus ist 2-3 Häuser entfernt von hier, aber die Bauarbeiten sind doch im vollen Gange, weil die Eröffnung in ein paar Tagen dort sein wird. Und von daher hat uns das einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber die Hausherrin hat uns schon durchs Haus geführt und das schauen wir uns jetzt einmal an. Sharon, wir sind hier im ersten Stock des Max-Liebling-Hauses. In 4 Tagen ist eröffnet, deswegen hören wir hier auch noch überall Bautätigkeit. Was hat es mit diesem Haus auf sich? Also dieses Haus wird eine Begegnungsstätte für das Bauhaus oder was wir hier in Tel Aviv als internationalen Stil bezeichnen. Tel Aviv wurde ja 2003 als UNESCO-Welterbe deklariert wegen der großen Anzahl dieser Gebäude, über 4000. Und hier mit diesem Zentrum wollen wir ein One-Stop-Shop sein. Also hier wird es alles geben, das sich mit dem Bauhaus eigentlich beschäftigt, von hier eine Dauerausstellung im Erdgeschoss, ein kleines Café, wo die Community auch herkommen kann und verweilen könnte, einen kleinen Platz für Kinder, wo sie Seminare machen können. Dann haben wir ein Research Hub, also ein Platz, wo Doktoranden und Studierende über das weiße Stadterbe recherchieren können und vor allem auch in die Zukunft schauen können. Das Spannende an Tel Aviv ist, wir haben nicht nur Denkmal hier, sondern Denkmal geht Hand in Hand mit Stadtentwicklung. Wir stocken auf, die Stadt verändert sich total, deswegen ist die Recherche auch in die Zukunft sehr, sehr wichtig. Wie verändert sich die Stadt? Und oben haben wir dann im obersten Geschoss die Möglichkeit, Dauerausstellungen in temporäre Ausstellungen zu verwandeln. Und da wird jede paar Monate etwas anderes stattfinden. Kannst du noch so ein bisschen erzählen, wie das Haus gebaut wurde, wer hier gewohnt hat? Dieses Haus wurde von den Immigranten der 5. Immigrationswelle gebaut. Das waren hauptsächlich Immigranten aus Deutschland, die damals nach Mandat Palästina kamen. Und dieses Haus wurde von Max und Toni Liebling gebaut, die dann auch das Haus der Stadt gegeben haben, um hier eine Kinderstätte zu machen oder einen Platz für Studenten oder ein Museum. Und mit diesem Haus verwirklichen hier ihren Wunsch, einen Platz für die Gesellschaft zu machen. Und war es auch ein Bauhaushaus in dem Sinne? Das Haus ist ein Haus der Moderne, sogenannter internationaler Stil. Es ist natürlich sehr stark vom Bauhaus beeinflusst. Dov Carmi, der Architekt, der in den 30er Jahren das Haus gebaut hat, hat unter Henri van der Velde in Gent studiert. Gent ist in Belgien eine Schule gewesen der Architektur, wo man auch ganz stark diese Moderne vorangetrieben hat. Und hier können wir sehen, in Tel Aviv ist es sehr spannend, weil es sind nicht nur Häuser des Bauhaus oder der Moderne, sondern wir haben auch Häuser, die sehr stark ihren eigenen Charakter haben, weil sie sich
den sozialen und den klimatischen Bedingungen des Landes angepasst haben. Man spricht hier von dem internationalen Stil. Das sind also nicht nur reine Bauhaushäuser, sondern man spricht vom internationalen Stil, weil die Einflüsse von so unterschiedlichen, aus so unterschiedlichen Richtungen kamen. Kannst du ein bisschen erzählen, woher die Architekten eigentlich kamen? In den 30er Jahren hat man im MoMA in New York eine Ausstellung gemacht, in der man gezeigt hat, wie viele Architekten der Moderne eigentlich diesen Stil beeinflusst haben. Und hier in Tel Aviv kann man es sehr schön wiedersehen. Man sieht, diese Linien zeigen, dass sie alle nach Mandat Palästina gekommen sind. Und es waren Architekten zum Beispiel aus Russland, ganz viele aus Deutschland, nicht nur vom Bauhaus, sondern auch München, Frankfurt, Darmstadt und so weiter. Dann aus Rom, aus Venedig, aus London, aus Oslo, aus Odessa. Sie kamen alle hierher und deswegen entwickelt sich hier im Lande eine Art Unikate oder ein Fusion vom internationalen Stil. Und wer kam direkt aus dem Bauhaus sozusagen, aus Dessau oder? Anhand dieser Karte sieht man nochmal ganz stark die deutschen Einflüsse auf Mandat Palästina. Zum Beispiel aus Weimar und aus Dessau kamen natürlich die Bauhausarchitekten wie Ariel Sharon, der zum Beispiel auch die sozialen Wohnungen hier gebaut hat. Andere Einflüsse sind Erich Mendelssohn oder den man hier sehr schön sieht mit seinen Fluid Curves, also mit seiner Dynamik, die er in die Stadt reingebracht hat, ganz anders wie die Moderne, diese Sachlichkeit sehr kubisch veranstaltet hat. Hier bringt man so eine Art Fluidität in die Stadt hinein. Ansonsten haben wir auch aus München Richard Kaufmann, der ganz stark hier Siedlungen außerhalb Tel Aviv gemacht hat oder überhaupt den Plan für Tel Aviv und Jerusalem konzipiert hat. Oder auch Oskar Kaufmann, der die Volksbühne in Berlin zum Beispiel baut und dann hierher kommt, um den Nationaltheater Habima hier zu planen. Wir können das aber alles nicht nur anhand der Karte sehen, sondern das Schöne an Tel Aviv ist, die Häuser stehen noch. Sie sind zwar nicht unbedingt alle saniert, aber dafür ist die originale Substanz wirklich noch vorhanden. Und wir können das gleich jetzt live sehen. Gut. Sharon, wir sind hier in unmittelbarer Nähe des Boulevard Rothschild, einer der ältesten Straßen in Tel Aviv. Und hier gibt es überall Zeugnisse der modernen, des internationalen Stils, des Bauhauses. Erklär uns, was hat es mit dem Haus auf sich? Dieses Haus vereinigt eigentlich ganz viele Stile der Moderne. Man sieht hier Einflüsse von Le Corbusier, zum Beispiel hier diese Stützen, Bauten auf Pilotis, die einen schönen Eingangsbereich machen mit einem Vorgarten. Dann sehen wir die Streifenfenster, die hier auch sehr schön dominant sind und die Horizontalität in die Fassade reinbringt. Schiffmotive, wie zum Beispiel dieses Bullaugenfenster. Die freie Fassade. Man sieht, wie die Fassade eigentlich so ein bisschen in der Ecke nach vorne ragt. Und das bezeichnet eigentlich die Freiheit der Fassade von dem Kubus. Das sind keine tragenden Wände mehr, sondern ein Stahl-Beton-Skelett. Und dann sehen wir noch diese runden Balkone, die eigentlich von Mendelssohn stammen, die auch diese Fluidität in das Haus reinbringen. Auch sehr schön zu sehen ist, dass dieses Haus eigentlich wie eine Statue ist. Es sieht von jeder Ecke anders aus. Hier in der Ecke zur Straße hat es diese kleine Pergola, das einen Dialog mit der Straße führt. Hinten kommt die Rundung zur Geltung und vorne natürlich eine sehr zweidimensionale Fassade, die noch zur Straße auch etwas sehr Klares macht. Inwiefern leben die Tel Aviver mit ihren Bauhausgebäuden? Das ist ja ein Stück Normalität, wenn es hier 4000 Gebäude gibt. Ist man sich dessen bewusst, dass das ein solcher in Anführungszeichen Schatz ist? Genau, ich sage immer, das Schöne in Tel Aviv ist, dass das Bauhaus eigentlich das Alltägliche ist. Man lebt in diesen Häusern, es ist kein Museum. Deswegen sind die auch nicht perfekt. Man verändert sie auch, natürlich nach Denkmalvorschriften, aber es ist immer noch so, dass diese Häuser leben. Und ich glaube, für das Denkmal ist das Wichtigste, dass die Ursprungsfunktion noch vorhanden ist. Und das Leben in den Häusern ist gerade das Spannende in Tel Aviv. Vielen Dank, dann gehen wir mal weiter. Gegenüber gibt es noch ein Haus der Weißen Stadt. Wie ist genau, dieses Haus geschaffen? Steht eigentlich auf zwei Grundstücke und deswegen hat man eine Art
eigentlich gegründet und mittendrin gab es auch so ein bisschen kommunale Funktionen. Also alle Bewohner hatten diesen Innenhof genützt und auch das Dach war ein sehr großes Dach, in dem man Feier gemacht hat. Und man sieht hier sehr schön zu sehen, wie alles um diesen inneren Garten angeordnet ist. Und ich begrüße hier bei uns auch sehr herzlich als Zuschauer eine Schülergruppe aus Brandenburg von der Regina-Hildebrand-Schule. Herzlich willkommen. 2 Wochen seid ihr hier für einen Schüleraustausch und jetzt hier bei uns in der Gesprächsrunde. Herzlich willkommen. Sharon, 4000 Bauhausgebäude hier in Tel Aviv. Irgendetwas Vergleichbares weltweit? Gibt es das? Ja, es gibt noch eine Stadt, Chandigarh heißt die, in Indien, wurde aber erst später gebaut, die auch eine Stadt der Moderne ist und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Dann gibt es noch Gdynia zum Beispiel in Polen oder Kaunas in Lithuanien. Aber ich glaube, wir sind schon sehr besonders, indem wir einfach eine sehr große Zahl der Gebäude mitten im Herzen der Stadt haben. Das macht das natürlich noch ganz besonders. Wenn man das Bauhaus zum Beispiel in Deutschland betrachtet, dann sind das eher Meisterwerke, die aber außerhalb der Stadt sind und auch nicht so konzentriert im Zentrum der Stadt wie hier in Tel Aviv. Herr Professor Zimmermann, die Ideen des Bauhauses haben ja nicht nur die Architektur in den 20er und 30er Jahren geprägt, sondern auch das gesellschaftspolitische Denken. Kann man das so sagen? Ja, klar. Die Bauhausleute schauten auf eine Gesellschaft, die sich radikal geändert hat, wo man nicht nur über die Bürgerlichen, sondern auch über die Proletarier nachdenken musste. Man dachte sozial und dementsprechend hat man auch neue Architekturpläne entfaltet. Und inwieweit passte der Bauhausgedanke auch zur jüdischen Gesellschaft damals hier im Mandat Palästina? Passte das zusammen? Oder fiel er hier auf fruchtbaren Boden, der Bauhausgedanke? Also zuerst geht es darum, dass die Architekten aus Deutschland ausgewandert sind. Also dass man die Juden aus Deutschland rausgeschmissen hat, darunter auch die Architekten, führte dazu, dass diese Architektur ausgewandert ist. Genauso wie die gesamte deutsche Kultur, die ausgewandert ist, was in Deutschland blieb, ist eine Unkultur ab 1933. Die Kultur kam hier an und deswegen passte das schon zu dieser Gesellschaft. Zweitens ist es eine typisch Mittelstandsgesellschaft, die sich hier entwickelt in Tel Aviv, und für diese Mittelstandsgesellschaft passt diese Bauhausarchitektur sehr gut. In Deutschland war der Geist des Bauhauses ja als Teil des Geistes von Weimar, also Weimarer Republik und Demokratie, auch ein Stück weit verpönt. Die Nationalsozialisten haben 1933 die Bauhausschule letztendlich dann in Berlin auch geschlossen. Kann man da sagen, dass es so eine Art architekturhistorischer Glücksfall auch für Tel Aviv war? Ja, ich finde das Schöne erstmal, dass man, wenn man das Manifest von Gropius sich mal anguckt, hatte er von Leonard Feininger diese Kathedrale des Sozialismus eigentlich gezeigt, im Manifest selber. Das finde ich, ist zwar nicht direkt, was hergekommen ist, aber man muss verstehen, dass man hier einen Neuanfang brauchte, einen Start. Also man kann zum Beispiel in Stuttgart, die Weißenhof-Siedlung, man nannte sie Araberdorf, oder auch das Bauhaus wurde zumindest nach 33 dann auch manchmal, oder noch vor 33, jüdisch-bolschewikisch genannt. Also man sieht schon, dass man versucht hat, vielleicht Vergleiche zu ziehen. Ich würde nicht sagen, dass weil der Nationalsozialismus aufgestanden ist und weil die Bauhausschule geschlossen ist, dass direkt Einfluss hatte, aber es war natürlich viel leichter für die Gesellschaft, die hier angekommen ist aus Deutschland nach Mandat Palästina, zu sagen, okay, wir freunden uns mit diesem Stil an, weil er quasi die Bedeutung hatte von einem sozialistischen Neustart quasi. Viele Architekten oder einige Architekten brachten ja nicht nur ihre Ideen her, sondern die Bauherren, die hier eben im Bauhausstil oder im Stil der Moderne gebaut haben, haben ja auch viele Materialien aus Deutschland mitgebracht. Wie kam das? Genau, das ist auch ein spannendes Phänomen. Und zwar haben wir das im Max-Liebling-Haus entdeckt. Wir, Winfried Brenner, der hier mit mir sitzt, Denkmalarchitekt, der auch unter anderem das Bauhaus in Dessau saniert hat, die Bauhausschule selber, er ging mit mir die Treppen hoch und auf einmal fiel eine Kachel runter. Und auf der Kachel stand Valerie & Boch, made in Mettlach, Germany. Wir haben angefangen zu recherchieren und wir haben ein Phänomen entdeckt, und zwar, dass das Haus voll ist mit Produkten
aus den 30er Jahren, die durch ein Abkommen von den Zionisten und den Nazis herkamen. Das nennt man das Haavara-Abkommen oder Transferumbau auf Deutsch. Und es war nämlich so, in Deutschland damals konnte man schlecht schon als Jude sein Geld rausbringen, einerseits. Andererseits gab es schon Boykott auf Ware, auf deutsche Ware von den Amerikanern zum Beispiel. Und die Nazis wollten dadurch wirklich die ökonomische Situation ankurbeln, ihre Waren loswerden und hatten damals auch schon die Idee, wir wollen die Juden eigentlich eher loswerden wollen. Also von daher hat es gut gepasst. Und die Zionisten haben dann einen Vertrag mit denen geschlossen und dann hatte man einfach seine Gelder in eine Bank in Deutschland reingebracht und die in Form von Ware in Mandat Palästina wiedergekriegt. Diese Ware war auch Knöpfe, Wasserhähne, Vogelscheuchen, aber auch Holz, Metall und Bauprodukte, die wir hier in der Weißen Stadt jetzt wiederfinden. Das ist phänomenal. Weil Architektur bedeutet nicht nur eine schöne Fassade oder die richtige sachliche Proportion wie im Bauhaus, sondern es steht für einen geopolitischen Wandel, der hierher gekommen ist und das ganze Land aufgebaut hat. Nicht nur Tel Aviv ist Weltkulturerbe in dem Sinne, weil eigentlich ist der Zionismus Hand in Hand damals mit diesem Bauhausstil gegangen und das ganze Land wurde in diesem sachlichen Stil geplant. Da würde ich gerne mal nachhaken, Herr Professor Zimmermann. Der Bauhausgedanke folgt ja durchaus so einer Art einem sozialistischen Ideal. War das etwas, was ein Geist, der die junge jüdische Gemeinde hier im Mandat Palästina auch geprägt hat? Also mir tut es leid. Also diese Diskussion ist mir befremdlich. Warum? Sie haben das Wort Glücksfall benutzt. Und es scheint so, als ob es ein Glücksfall war, dass diese Bauhauskultur nach Palästina auswandern musste. Das war kein Glücksfall. Es war natürlich kein Glücksfall. Man muss davon ausgehen, es entstand ein Regime in Deutschland, das heißt das Dritte Reich. Das Dritte Reich hatte die Absicht, die Juden loszuwerden. Das war die Absicht, das war das Ziel. Ein Teil der Juden mussten nach Palästina oder wollten sogar auch nach Palästina. Und das war die Grundlage, die historische Grundlage für diese Entwicklung. In dieser Zwangssituation, eine Zwangssituation, konnten manche Elemente der deutschen Kultur, auch der deutschen Architektur auswandern nach Palästina. Vielleicht ist es ein Glücksfall für Deutschland, so wurde die deutsche Kultur gerettet. Aber hier im Land war das eine wieder Zwangssituation. Die Leute, die Architekten waren, haben mit sich eben ihre Erziehung, ihre Kenntnisse mitgebracht und haben versucht, das hier zu implementieren. Es passte dazu, dass in Israel die Gesellschaft eher sozialistisch orientiert war. Das heißt, man konnte Weimar in Palästina fortsetzen. In dem Sinne haben Sie recht mit diesem Begriff Glücksfall. Inwiefern passte denn die Bauhaus oder der Bauhausgedanke mit der Kibbutzbewegung hier zusammen? Der Kibbutz oder die Kibbutzbewegung ist ja eine sehr extreme Art von Sozialismus in einem sehr engen Bereich. Das ist außerhalb der Stadt eine marginale Entwicklung, eine marginale Erscheinung in der Gesellschaft. Zu dieser Kibbutzbewegung passt wahrscheinlich auch die Bauhausarchitektur und die Bauhausidee, aber sie passt genauso gut in die Stadt, in diese bürgerliche Gegend, die mit der Kibbutzkultur, mit dem Sozialismus wenig zu tun hat. Was war denn das Besondere an der Bauhausidee? Also ich finde, die Bauhausidee wollte einfach auch politisch eine Antwort finden, durch Gestaltung, durch Architektur, einfach eine bessere Situation für die Menschheit nach dem Ersten Weltkrieg kreieren. Also es war eine Suche und es war auch ein Zeitpunkt, in dem man das Handwerk mit der industriellen Revolution zusammenbrachte. Also gab es auch neue Antworten, wie man gestaltet. Von daher war das sehr spannend, diese Zeit und die Ideen, die das Bauhaus damals so mit sich brachten. Ich finde aber, es ist auch spannend, die Frage vom Kibbutz, weil wir haben zum Beispiel den wohl bekanntesten Bauhausarchitekten, den wir kennen, Ariel Sharon, der auch wirklich den Generalplan für ganz Israel gemacht hat, nachher mit David Ben-Gurion, dem ersten Premierminister 1949. Er hatte eigentlich im Kibbutz gewohnt, bevor er im Bauhaus studiert hatte.
Er war dann nach Deutschland geschickt worden, weil er sehr begabt war und fand dann irgendeinen Zettel im Zug, junge Leute, kommt ins Bauhaus. Und er hatte dann auch unter Hannes Meyer die ADGB-Schule in Birnau geplant, die auch eigentlich sehr viele Ideen des Kibbutzes mit sich hat. Und wir behaupten oder vermuten, dass es wahrscheinlich auch Ideen vom Kibbutz in das Bauhaus reingeflossen sind, weil sie so eng miteinander wirklich gearbeitet haben. Und ich finde, dass ein Kibbutz in der Stadt natürlich nochmal spannend wäre. Vielleicht ist es möglich, sowas noch zu kreieren. Aber der Kibbutz, der dort entstanden ist, hat natürlich diese Idee des Sozialismus sehr gut sich angepasst, weil man einfach, jeder war gleich wert, nicht wahr? Jeder musste arbeiten, jeder hat das Gleiche verdient, jeder musste auch Geschirr spülen und so weiter. Also von daher kann man das wirklich in dem Zusammenhang sehr gut verstehen. Schauen wir doch noch mal ein bisschen auf die Gesellschaft damals hier. Wie hat die sich zusammengesetzt? Letztendlich waren es ja sehr viele Migranten, es waren Flüchtlinge, die sich hier im Land versammelten. Wie funktionierte das? Das muss ja ein riesiger Schmelztiegel gewesen sein. Wie funktioniert das und hat es gut funktioniert? Es war eine problematische Entwicklung. Die Gesellschaft, die es im Jahr 32 in Palästina gegeben hat, war in Prinzip eine osteuropäische Gesellschaft. Die meisten Juden in Palästina, ich rede nicht von der arabischen Bevölkerung in Palästina, die meisten Juden in Palästina waren Osteuropäer. Was hinzugekommen ist, ab 33 oder 32, war ein Kontingent von etwa 70.000 Juden aus Mitteleuropa. Die Juden aus Mitteleuropa hatten ein großes Problem der Verständigung mit den Osteuropäern. So dass die allgemeine Vorstellung von einer sozialistischen oder fortschrittlichen Gesellschaft selbstverständlich eher differenziert betrachtet werden muss. Das waren mindestens zwei Gesellschaften, zwei Segmente in der Gesellschaft. Jede Gruppe innerhalb dieser Gesellschaft hat ihre eigene Vorstellungen und deswegen muss man immer betonen, Tel Aviv ist nicht ein Kibbutz und Tel Aviv ist genauso symptomatisch für die Entwicklung der Gesellschaft ab 33 wie die Kibbutzim. Und da muss man auch betonen, diese idealistische Vorstellung von einem Bauhaus, der einzig und allein mit Sozialismus zu tun hat, ist eben auch problematisch. Wir wissen, wie sich manche Teilnehmer am Bauhaus entwickelt haben nach 33. Die sind nicht ausgewandert. Die konnten weitermachen, auch im neuen nationalsozialistischen Regime. Lässt sich über die Eigentümer der Bauhäuser oder die hier im Bauhausstil haben bauen lassen, eigentlich etwas sagen? Das Max-Liebling-Haus zum Beispiel, wenn wir das als Beispiel nehmen? Ja, genau. Es war ja damals in den 30er Jahren wirklich diese fünfte Immigrationswelle, die hauptsächlich aus Deutschland kam. Ich glaube, ein Drittel ungefähr kam aus deutschsprachigen Kontext. Und im Max-Liebling-Haus ist es sehr gut zu sehen. Also in dem Haus hat man Deutsch gesprochen, man konnte überhaupt kein Hebräisch. Es war die Familie Meyer im Erdgeschoss, Herr Professor Ludwig Meyer, er war Arzt in der Charité, hatte dort das Kinderkrankenhaus aufgemacht und hier dann auch in Tel Aviv und in Jerusalem weiter tüchtig mit den Kindern gearbeitet. Dann war Familie Aschermann, er war auch Arzt aus Tschechien übrigens, aber die sprachen auch die sprachen Deutsch. Und oben ganz wichtig war noch Familie Scheuer, die aus Saarbrücken kamen und mit Getreide zu tun haben. Also man sieht wirklich, es war vielleicht ein typisches Haus der Moderne in Tel Aviv. Man sprach Deutsch und diese Idee der Moderne hat sich auch ganz witzigerweise mit diesen alten Biedermeier-Möbel zusammengeschmolzen. Also es war so, dass diese fünfte Immigrationswelle wirklich auch ihr Hab und Gut mitgebracht hat. Und Goethe und Schiller standen neben dem Apfelkuchen-Service, aber auch diese Biedermeier-Möbel. Und das ist natürlich ein kompletter Kontrast zu dieser sachlichen Moderne des Bauhauses. Also nicht nur da sieht man, dass unterschiedliche Dinge wirklich hier aufeinander trafen. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen vertiefen, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich Sie sagten, diese unterschiedlichen Ansätze von Gesellschaft, einerseits hier in Tel Aviv, aber andererseits zum Beispiel auch der sozialistische Gedanke im Kibbutz. Wie kann sowas denn letztendlich dann zu einer Gesellschaft zusammenwachsen? Es hängt also von der
Grundideologie ab. Die stärkste Partei in dieser Gesellschaft, in der jüdischen Gesellschaft, waren die Sozialistische Partei oder waren die sozialistischen Parteien. Und die waren eigentlich das Fundament für das Zusammenschmelzen oder für diesen Schmelztiegel, den man israelische Gesellschaft nennt. Selbstverständlich gab es dort innerhalb dieser Gesellschaft viele Risse und die kann man nicht irgendwie wegdenken. Aber die Ideologie dieser Gesellschaft war nicht nur zionistisch, sondern eher sozialistisch und deswegen konnte sich das bis zum Jahr 1977 weiterentwickeln. Aus der sagen wir, Perspektive von heute ist das eher Nostalgie. Von diesem Sozialismus ist nicht mehr übrig geblieben. Nichts übrig geblieben. Kann man denn sagen, dass der Bauhaus durchaus, der Bauhausgedanke auch ein Stück weit Motor war für diese sozialistische, eher egalitäre Gesellschaft? Das ist eine Übertreibung. Also okay. Das Bauhaus an und für sich ist eine Randerscheinung im Großen und Ganzen. Das ist nur eine, sagen wir mal, eine Begleiterscheinung, die uns demonstriert, dass Sozialismus auch nicht nur rein in der Politik, sondern auch im Alltagsleben eine Rolle spielen kann in dieser Gesellschaft. Das Bauhaus hat ja nicht nur architektonische Linien entwickelt, sondern man hat auch Einrichtungsgegenstände entwickelt, man hat Stoffe entwickelt, aber eben auch ganz praktische Dinge. Was war das zum Beispiel? Und wie hat das Leben beeinflusst? Ja, zum Beispiel, ganz wichtig zu sagen, ist es ja kein reines Bauhaus hier. Ne? Also es waren ja wirklich auch mehrere Einflüsse aus anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel Le Corbusier, der Schweizer Architekt, hat sehr viel Einfluss gehabt, oder Erich Mendelssohn, der zwar aus Deutschland kam, aber kein Bauhausarchitekt war. Und deswegen sagen wir auch internationaler Stil, nicht unbedingt Bauhaus. Aber diese Ideen der Modernen haben sich unbedingt auch hier den klimatischen Bedingungen angepasst. Nicht nur den sozialen Bedingungen, sondern auch den klimatischen Bedingungen. Und das sieht man auch ganz gut bei uns im Lieblingshaus, nämlich die Küche. Es ist wie eine Frankfurter Küche. Ne? Die Frankfurter Küche war die erste Einbauküche, die wir kennen, von Margarete Schütte-Lihotzky damals geplant. Das in den 20er, 30er Jahren schon. Genau, genau für die Ernst-May-Siedlung. Und sie war eigentlich so gestaltet wie ein Wagen, ein Zugwaggon, in dem es eine Küche gab. Also hatte eigentlich die Frau sehr wenig Weg, um die perfekte Mahlzeit zu machen. Alles war perfekt organisiert. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass Margarete Schütte-Lihotzky mit dem Stopper genau geguckt hat, wie lange es dauert, alles zu erledigen. Das Tolle ist aber bei uns, es hat noch ein Balkon, ein Service-Balkon, wo man dann auch seine schmutzigen Lappen waschen kann und so weiter. Also hier hat die Moderne nochmal einen ganz anderen Stil und deswegen ist es auch eine ganz besondere Moderne. Und diese Küche ist zwar genau der typische Idee der Frankfurter Küche nachgesehen, aber immer noch mit Sachen, die auch zum Levant passen, wie zum Beispiel eine grüne Farbe gegen Fliegen und Mücken und so weiter. Also es war sehr schön zu sehen, wie die Moderne sich hier nochmal etwas verändert hat, um sich hier anzupassen. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, wir haben es ja eben besprochen, Sie sagten, das Bauhaus oder der Bauhausgedanke, der war gar nicht so präsent, dass man sagen kann, dass er wirklich hier auch Dinge bestimmt hat, sondern so groß war er letztendlich nicht. Aber ist es nicht letztendlich auch so, dass Architektur das Leben der Menschen beeinflusst und auch die Gemeinschaft beeinflusst? Ja, aber da muss man auch nach Quantitäten fragen. Also wie viel Bauhaus gab es in Palästina? Ich bin ursprünglich ein Jerusalemer. In Jerusalem gibt es viel weniger Bauhaus als in Tel Aviv. Deswegen ist Tel Aviv die weiße Stadt und nicht Jerusalem. Und Jerusalem ist nicht weniger ein Unternehmen des Zionismus oder ein Symbol des Zionismus in Palästina. Dort spielt Mendelssohn vielleicht eine größere Rolle als alle Bauhaus-Architekten. Das ist der Einfluss aus dem Ausland. Das zeigt, dass Palästina stark geprägt war von der europäischen Tradition, von der europäischen Kultur. So far, so gut, so weit, so gut. Aber mehr darf man da nicht irgendwie hineintragen. Wie groß war denn der arabische Einfluss zu dieser Zeit, auch architektonisch gesehen? Das ist die richtige Frage. Die Mehrheit der Gesellschaft in Palästina war arabisch. Die Juden waren zu dieser Zeit in den 30er Jahren bis zur Staatsgründung 1948,
etwa ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Das heißt, zwei Drittel der Bevölkerung waren arabisch und die Architektur war eine orientalisch-arabische Architektur und die war die dominante Architektur im Lande Palästina. Teile davon haben wir im Judenstaat auch geerbt, da wir, wie bekannt, die Araber aus diesem Land vertrieben haben. Diese arabische Architektur ist hier durchaus noch zu sehen im eklektischen Stil. Ja, genau. Wie passt das zusammen? Ja, also wir sitzen hier neben dem Bialik-Haus. Das ist wahrscheinlich das beste Exemplar davon, weil es ja vor dem Bauhausstil den eklektischen Stil gab. Und der eklektische Stil war ja genau diese dritte Migrationswelle, die auch aus Osteuropa kam. Und sie versuchten sich noch hier der Levante richtig anzupassen. Also der neue Hebräer hatte dann auch Bögen in seine Architektur mit reingebracht und Motive aus dem Islam. Das war durchaus vorhanden, so wie die Erkerbalkone und so weiter. Also ich finde, das ist sehr spannend zu sehen, wie auf einmal mit dem Bauhaus ein Wunsch war, etwas Neues zu kreieren, weil nachdem diese Art Architektur hier gebaut wurde, gab es auch schon Pogrome im Land selber und man wollte sich auf einmal nicht mehr an die arabische Bevölkerung zu sehr annähern. Man wollte etwas Neues kreieren. Und deswegen hatte diese Sachlichkeit genau richtig reingepasst. Vor allem, sie war auch... Und war es nur Sachlichkeit oder war es auch zweckorientiert? Es war auf jeden Fall Zweck. Also diese Art von Architektur, eklektischer Stil, der hat auch tragende Wände. Das ist viel schwieriger zu bauen. Es ist auch sehr verziert und gefärbt und Ornamente und Verschnörkelung, würde ich sagen. Und das Bauhaus ist natürlich sehr simpel. Es gibt diesen bekannten Witz, dass man, wie hier man gebaut hatte, man gesagt hat, danke schön, Herr Doktor, bitte schön, Herr Doktor. Also die Bevölkerung hat wirklich mitgebaut, so leicht war es. Es war ein Tragwerkssystem von Stahlgerüst und Beton und dann war es Silikatbausteine, die man zwischendurch reingefügt hat. Und es war viel schneller, viel funktionaler. Und diese Sachlichkeit hat natürlich auch dazu geführt, vielleicht auch im sozialen Sinne, dass man nicht unbedingt gesehen hat, wie prächtig oder wie reich die Bevölkerung ist, die in diesem Haus wohnt. Da sind wir ja eigentlich schon fast bei der Gegenwart. Der Migrationsdruck auch auf die Städte erfordert schnelles und praktisches Bauen. Also ist das eine Tradition, die über 100 Jahre währt und nach wie vor gut ist? Das ist eben der Fall hier für Palästina. Es gibt immer neue Schübe von Einwanderern und für die muss man billig und einfach bauen. Und das konnte auch mit der Hilfe des Bauhauses gut anfangen, aber es ging dann weiter mit einem Stil, der eigentlich ähnlich ist wie Sozialwohnungen überall in der Welt. Wenn man eine Bevölkerung von etwa 350.000 hat, Juden in Palästina im Jahr 48, heute haben wir etwa 8 Millionen Juden in Palästina oder nahezu 8 Millionen Juden. Da sieht man also, wie schnell sich innerhalb von 70 Jahren die Bevölkerung entwickelt hat. Also da gibt es nicht sehr viel Platz für feine Architektur. Da muss man schnell bauen und billig bauen und auch schlecht bauen. Und das ist eher typisch und symptomatisch für diese Gesellschaft hier. Billig und schlecht bauen, das passt aber dann doch nicht zum Bauhaus, auch wenn es schneller und praktischer und funktionabler war, oder? Also billig und schnell bauen ist zweimal bauen gleich teurer, finde ich. Es ist natürlich so, dass es in Tel Aviv auch etwas komplexer ist, weil natürlich die Stadt auch wächst, nicht wahr? Die Bevölkerung wächst, die Stadt will, die platzt aus allen Nähten, man will hier auch weiterbauen und wir sehen, dass man hier auch Hand in Hand Denkmal mit Aufstockungen macht, also mit Stadtregenerierung und Stadtaufbau. Das macht Tel Aviv gerade sehr, sehr spannend. Billig darf es nicht sein, aber es soll auch nicht teuer sein, weil es natürlich, wenn es teurer wird, dann natürlich zu Gentrifizierung führt und dann wechselt auch die Gesellschaft. Das wollen wir gerade nicht. Deswegen müssen wir Methoden finden, in denen wir instand setzen
und nicht unbedingt jetzt krass renovieren. Und diese Gebäude sind zwar in den 30er Jahren gebaut, aber nicht billig, sondern mit gutem Handwerk, gutem deutschen Handwerk. Man sagt bis jetzt auch auf der Baustelle Wörter auf Deutsch wie Kratzputz, Zockel, Stecker, das sind alles Sachen, die wir wirklich aus Deutschland hergebracht haben. Und das Handwerk, das Know-how kam damals her und war auch gut, also nicht unbedingt billig. Aber da muss man sehen. Also wir versuchen hier etwas zu retten oder zu konservieren, was uns wertvoll ist. Aber die Stadt entwickelt sich sehr schnell, rasant eigentlich, auf einer ganz anderen Basis. Es ist nicht mehr billig, es ist hoch. Das ist eine Stadt wie Shanghai oder wie jede andere, oder Mexico City oder wie jede andere Stadt, was hier gerettet wird oder was hier konserviert wird. Und was wir der Welt präsentieren wollen, ist eben das, was in den 30er Jahren, in den 40er Jahren gebaut wurde und für das Konservieren wertvoll genug ist. Wie groß ist denn hier die Diskussion in der Stadt? Einerseits das Restaurieren und Renovieren, aber gibt es eine Diskussion, wo dann vielleicht auch Menschen sagen, die Bauhaushäuser sind halt nicht hoch genug, da ist nicht genug Wohnraum. Wenn diese Häuser weichen, dann könnten wir viel größere, höhere Häuser bauen. Gibt es diese Diskussion oder sind die Bewahrer der Architektur der 30er Jahre in einer größeren Zahl vorhanden? Es gibt hier zwei Ebenen der Diskussion. Die eine Diskussion, wo die Experten, wo die Liebhaber der alten Stadt das Wort haben. Also die versuchen alles zu tun, um das zu konservieren, was wertvoll ist aus dieser Vergangenheit. Aber die anderen, die nur Real Estate Men sind, also die denken nur einfach, hier müssen wir weiter investieren und 30 Stockwerke sind besser als irgendein Bauhausgebäude mit 2 Stockwerke. Und deswegen versuchen diese selbstverständlich Druck auszuüben. Es gibt eine Balance zwischen beiden Richtungen. Wie es am Ende aussieht, ist schwer abzuschätzen. Wie schwer hat man es denn als Denkmalschützerin hier in der Stadt? Also ich finde das erstmal spannend bei uns, die Aufgabe, weil wir kein Museum sind. Also wie die Gebäude werden nicht starr nach hinten versetzt, so wie sie ursprünglich waren, sondern sie adaptieren sich auch den neuen Zeitgeist und den Bedürfnissen der Gesellschaft. Also wenn zum Beispiel damals so eine kleine Küche, eine Frankfurter Küche hinten im Gebäude war, ist jetzt natürlich will jeder eine offene Küche zum Wohnzimmer. Und wir erlauben das auch, weil wir denken, dass das Wichtigste im Denkmal ist, dass die Grundfunktion noch dieselbe bleibt. Und wenn die Leute drin wohnen und gerne drin wohnen, dann bleibt die Stadt auch für die nächste Generation heil. Deswegen ist es uns auch sehr wichtig, diese Adaption zu machen. Und bei uns ist es gerade sehr spannend, weil wir aufstocken. Und natürlich will man nicht im gleichen Stil aufstocken, weil sonst wird es lang und schmal, das Gebäude, und diese ganzen schönen Proportionen und diese Horizontalität geht verloren. Deswegen muss man genau die Balance finden zwischen vorhandenen Gebäude und Neubau. Und ob man jetzt die Geschichte erzählen will, ich bin neu, ich setze ein neues Kubus über diesen vorhandenen Gebäude drauf, oder ich möchte quasi einfach ungesehen werden. Also es ist wirklich architektonisch spannend, gerade in Tel Aviv zu arbeiten. Wie ist denn Ihre Meinung? Ist es besser, sozusagen aufzustocken? Damit verändert man aber das Bauhaushaus ja auch oder den internationalen Stil, oder sollte man das Alte lieber doch bewahren? Ich bin Realist. Ich glaube, anders geht es hier nicht in Tel Aviv. Und die Stadt braucht mehr Platz. Also ich finde immer noch die Proportionen sehr wichtig zwischen Straße und Haus. Das wurde ja damals auch mit dem Gartenstadt für Tel Aviv genau kalkuliert. Und für mich als Bürger der Stadt ist es viel angenehmer, neben so einem Haus zu laufen als neben einem Hochhaus. Da fühlt man sich viel persönlicher, viel angenehmer im öffentlichen Raum. Deswegen glaube ich, dass man ja aufstocken muss. Aber ganz genau erstmal die Proportionen des originalen Gebäudes verstehen, um richtig aufzustocken. Aber gerade im Bauhaus ist das problematisch. Also anderswo kann man sagen, kann man Häuser entkernen und die Fassade bleibt, die gute alte Fassade. Also im schlimmsten Fall ist es ja so wie in Berlin mit dem Stadtschloss. Mit dem Bauhaus funktioniert das nicht. Bauhaus nur als Fassade zu haben, hat überhaupt keinen Sinn. Weil es ein Gesamtkonzept ja. ist. Ne? Ja, aber das gerade das Schöne am Bauhaus ist die sehr gute Tragwerkskonstruktion, die einfach Stützen hat, nicht wahr? Also man muss nicht die ganzen Wände rausreißen, die Stützen halten das Haus. So kann man eigentlich relativ leicht innen auch Änderungen machen, weil es einfach die Stützen sind, die das Haus tragen.
Also der moderne Kompromiss sozusagen. Wenn man sich die Metropolen anschaut, Sie haben eben Berlin angesprochen, Tel Aviv ähnlich, die Stadt platzt aus allen Nähten. Es gibt viele Proteste in Berlin auch wegen zu hoher Mieten. Hier in Tel Aviv gab es die Bewegung ja auch, dass die Mieten zu hoch sind. Können die Metropolen eigentlich diesen Druck überhaupt noch standhalten? Also wenn ich Berlin mit Tel Aviv vergleiche, habe ich mehr Befürchtung für Tel Aviv als für Berlin. Also ich kenne zum Beispiel Wilmersdorf gut genug. Also da ist die alte Struktur, die alte Architektur mehr oder weniger erhalten oder unangetastet. Hier ist man eher grob mit dem Umgang mit Real Estate. Deswegen ist meine Prognose für Tel Aviv etwas düsterer als für Berlin. Nun hat das Bauhaus damals ja die Idee gehabt, dass man gesellschaftlich näher zusammenrücken soll, dass man innerhalb der Gebäude auch gemeinschaftliche Räume hat, dass man zum Beispiel solche Terrassen hat, auf denen man sich trifft, oder man hat Räume auch innerhalb des Hauses, wo man zusammenkommt, wo man miteinander redet, wo man nicht anonym in Wohnblöcken sitzt, sondern wo man das Gemeinschaftliche nochmal pflegt. Ist das ein Gedanke, der eigentlich heute auch immer noch modern ist und den man pflegen sollte? Also dieser Gedanke war sehr erhellend für die Leute, die in den 30er Jahren nach Palästina ausgewandert sind. Das war auch eine Plattform für ein gemeinsames Leben in der Stadt, in der neuen Stadt, in der Gartenstadt sogar. Diese Idee ist heute schon obsolet. Also heute ist jeder für sich allein und deswegen ist die Terrasse nicht so wichtig. Also wenn ich mich nicht irre, das gemeinschaftliche Leben ist auch unwichtig. Jeder denkt eher individuell und deswegen scheint die Grundidee auch des Bauhaus heute nicht mehr aktuell zu sein. Nicht mehr aktuell? Ist der Bauhausgeist nicht mehr aktuell? Eigentlich klingt er doch sehr modern. Ich bin da eher optimistisch, weil ich glaube, dass vor allem, wenn wir jetzt überall auf der Welt sehr stark in Städte kommen und wir alle viel enger aneinander wohnen, dass wir keine andere Wahl haben. Wir müssen uns Sachen teilen, nicht wahr? So heute im Diskurs, im urbanen Diskurs, die Stadtverwaltung führt, redet man von sozialen Bauten und man versucht, Lösungen zu finden, in denen man schon kleinere Räume macht, aber dann kommunale Funktionen wie gemeinsam arbeiten und gemeinsam kochen und so. Und diese Ideen tauchen wieder auf. Ich finde, dass es wieder ein guter Zeitpunkt ist, diesen Diskurs zu führen, gerade heutzutage, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Die Welt, die lebt in Städten und in den Städten gibt es keinen Platz mehr. Okay, aber im Endeffekt sind diese Städte, die modernen Städte, also die Beispiele aus China, nur eine Ansammlung von Gebäuden, von Häusern, von Wohnungen, wo jeder eigentlich für sich alleine ist. Also dieses Gefühl von Zusammensein ist eher verdrängt. Also diese Idee vom Kiez, die man aus Berlin zum Beispiel kennt, die ist in Tel Aviv meines Erachtens nicht zu finden. Und immer weniger, wenn man überhaupt über die Weiterentwicklung denkt. Da treffen zwei Meinungen aufeinander, die optimistischere und die eher pessimistische. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Diskussion und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Phoenix hat sich heute an diesem Tag sehr intensiv dem Thema Stadt gewidmet, Zukunft der Städte. Wir haben zurückgeblickt hier in Tel Aviv auf die Bauhausentwicklung, auf den internationalen Stil, aber auch einen Blick in die Moderne gewagt. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen.